10 Wochen hat sich ihre Debütsingle Echt, mit der sie auch beim Bundesvision Song Contest den 4. Platz erreicht haben, in den Charts gehalten. Mittlerweile haben sie bereits die 3. Single aus Kopplung Freundschaft angekündigt und sind aus keiner Radiostation wegzudenken. Glasperlenspiel. Ja, also genau, Ende August kommt unsere nächste Single raus, da freuen wir uns schon ganz arg drauf. Wir sind gerade noch am Videodreh parallel und sind jetzt den ganzen Sommer auf über 40 Festivalterminen, spielen wir Konzerte und im Herbst geht es nochmal auf Tour, sind aber auch schon wieder am Schreiben für die 2. Platte, die dann auch hoffentlich bald rauskommt. Ich bin echt, ich bin echt auf meine Weise. Bereits im März legten Caro und Daniel von Glasperlenspiel mit der Single-Auskopplung Ich bin ich kräftig nach. Entstanden ist ein rundum gelungener Song im Elektropop-Stil à la Glasperlenspiel. Auch das Video zu Ich bin ich kann sich sehen lassen. Wie war eigentlich der Videodreh? Das Video hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch bei dem Skript einfach mitgeschrieben haben und mit dem Regisseur von dem Video zusammengearbeitet haben, weil wir es einfach so machen wollten, wie die Geschichte auch wirklich dazu war. Und ich war wahnsinnig aufgeregt, weil ich ja eigentlich keine Schauspielerin bin und mir dann vorgenommen habe, damals zu schauspielern. Und dann war das halt ein professioneller Schauspieler gegenüber von mir und er hat dann super gespielt und so mit der Mimik und zwar auch total witzig dann. Und bei den ersten Takes war ich dann erstmal so, oh, ich hab total Angst. Ja. Echt, das ist nicht nur der Name einer Single. Echt sein ist Glasperlenspiel sehr wichtig. Mit ihrem einzigartigen Elektropop-Sound haben sie es eindeutig geschafft. Was macht ein Song von Glasperlenspiel aus? Prinzipiell ist es uns immer sehr, sehr wichtig, dass in jedem Song Caroline und Daniel drin steckt. Also einfach, was wir erleben, was wir so für Einflüsse nehmen und das ist einfach widerspiegelt in unserer Musik und in unserer ganzen Art, wie wir einfach leben und das ist uns einfach ganz, ganz wichtig und da versuchen wir uns immer selber auch treu zu bleiben und das Gute ist einfach, dass wir auch zu zweit sind und dass man sich auch da gegenseitig immer so ein bisschen beruhigen kann. Also man ist nie alleine und das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel aus. Übrigens, seit 2006 sind Caro und Daniel ein Paar. Vielleicht erhält so auch Freundschaft eine ganz besondere Bedeutung. Was bedeutet sie euch? Ja, also Freundschaft bedeutet uns sehr, sehr viel. Das ist auch der Grund, warum wir den Song geschrieben haben. Weil wir sind, als es angefangen hat mit Glasperlenspiel, sind wir sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Seltener unsere Freunde gesehen, weil wir natürlich immer in anderen Städten waren und gespielt haben. Und dann haben wir gedacht, wir müssen so eine Ode an die Freundschaft schreiben einfach. Also so, jeder kennt den Moment, man ist lang unterwegs und dann trifft man sich zu Hause, trifft sich mit seinen Freunden und den Abend feiert man einfach zusammen und die Nacht so gehört einem nur. Und das war uns einfach ganz wichtig. Und uns sind Freunde sehr, sehr wichtig und deshalb haben wir den Song geschrieben. Ihre Songs schreiben Glasperlenspiel selbst. Was macht Ihnen daran solchen Spaß und was ist das Besondere am Komponieren? Das ist, glaube ich, alles. Also das ist so, es gleicht ja keinen Song dem anderen und man ist da, das ist immer wieder so eine Reise, auf die man sich begibt. Also man fängt an vielleicht mit einer Textzeile oder mit einem Beat oder irgendeiner Musikidee und entwickelt das dann einfach so weiter, bis der Song fertig ist. Und das ist so jedes Mal so, also so ein kreativer Prozess, der mir einfach super viel Spaß macht, das einfach so wachsen zu lassen. Es ist natürlich auch schön, weil man einfach mit den Songs was ausdrücken kann, was man vielleicht mit Worten nicht sagen kann. Das finde ich immer so interessant beim Songwriting. Große Künstler arbeiten immer wieder gemeinsam mit anderen. Mit wem würden Glasperlenspiel gern mal zusammenarbeiten? Ich würde gern mal mit Clouseau auf der Bühne stehen. So, oh. Also meine absolute Lieblingsband sind The Ting Tings. Mit denen würde ich gerne mal irgendwie was machen, weil die sind auch ein Duo, kommen aus England, aus der Szene, die ich selber sehr gerne höre von Musik. Und das wäre mal cool. Vielleicht gibt sich da mal was. Bubblegum TV freut sich auf all das, was von Glasperlenspiel kommt. Und eines ist klar. Wir haben Freundschaft geschlossen mit dem einzigartigen Glasperlenspiel-Sound. Hallo zusammen, hier sind Caroline und Daniel von Glasperlenspiel. Und ihr seht Bubblegum TV.